Welcome back to another German food review, and it's KFC time, Kentucky Fried Chicken. And yeah, it's a new offer called the Lunchbox. Let me show it to you. Here it is. Please focus, Lunchbox. And you can see what's in there, burger, fries, hot wings, and a drink. And here the calories, for the whole box, 1020 calories, but this is Pepsi Light, so it's 130 less, or let's say 900 or so. Yeah, 900 calories or so. Okay, and price for this one is €3.99, as you can see here, but and you can't change the fries, pommes. I don't like the KFC fries, but let's see. And yeah, two hot wings and the double crunch burger, and that burger is really good, and just standalone, just €1.99. Yeah, very nice KFC. So let's take a look inside. Okay, you can see nothing. Here are the hot wings. Two hot wings, and the fries and the burger. Yeah, a €2 burger. Nice one. Okay. Oh, come out fries, please. Yeah, bonus fries in the bag. Okay, that maybe it's more than 900 calories. Let's try the fries first. Okay. Interesting. They are quite crunchy. Okay, but still dry somehow, and salty. Yeah, not the best fries. But if you are hungry, they taste good. Yeah, a lot of bonus fries. Let's eat them. Yeah. No ketchup. Let's check if I should I use ketchup? I don't know. Maybe not. Yeah, and no napkins. Oh boy. And I need napkins for sure. So let's grab a few here. Okay. Yeah, I would say let's start with the burger. It's a double crunch burger. So 500 burger for this. 500 burger, 500 calories. And yeah, two double crunch. Oh, a lot of lettuce and mayo, pepper mayo, I think. Yeah, €2 for this. Yeah, it's a nice burger. I would recommend this one here. Oh, okay. Nice coating. Nothing on the bottom. Soft bun, sesame seed bun. Yeah, and I need a thumbnail. So. Oh, mess. Okay, let me check it off camera. How do I open this? Okay, this way. Yeah, let's try the Pepsi first. Okay, wrong way. Yeah, Pepsi Light is nice. Sweet, no bad aftertaste. Okay. That will be the thumbnail. Now I'm very hungry, so. Right here. Oh no. Very good. And it tastes just like chicken and bun and a little bit of lettuce. Yeah. Oh, look at this chicken. Delicious. Yeah, delicious.
try a few more fries. No. Yeah, I don't know. Not really intense potato flavor. Salty, yes, okay. I don't like them. Wasted calories for me. Yeah, okay. Hot wings, also my favorite. With the spicy coating. Oh, there's one big and a small one. Oh, look at this one, it's huge. And I think 60% of this is just coating. Want to look how greasy it is. Right here. Better than this one, but this is very good. This is just amazing. It's hot. It's greasy, as you can see here. It tastes like chicken. There's a bone. Well, nothing to say, it's just awesome. Oh, I like the spicy coating more than the original one. It's a little bit hot. And it just tastes like seasoning, and then it's a little bit of chicken. Now, this stuff is very greasy. KFC is in general very greasy. But it tastes really good. Just one hot wing. Where are the napkins? Okay, on the bottom. Yeah, one more bite from the burger. Crispy. And this is good. Yeah, but I like the spicy one more. But nevertheless, this here is great stuff. And the chicken is, you know, very good. Black Pepsi Light, of course. Yeah. Okay, yeah, rating. This stuff is more than 100% good, very good. Pepsi Light is good, yeah. I like Pepsi Light more than the other stuff. And just the fries, I don't like the fries. Yeah, but you can't change them with this offer, but it's nice for €3.99. A lot of calories, a lot of taste. Yeah, it's good, Pommes Klein. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt hier etwas von KFC, und zwar gibt es dort eine Lunchbox. Wo ist denn die hin? Hier ist er. Lunchbox. So, und da ist ein Burger drin, Hot Wings, Pommes und ein Getränk. Und hier seht ihr die Kalorien für die ganze Box. 1020. Aber ich habe ja Pepsi Light natürlich, so sind es vielleicht 900 oder so. Ich weiß nicht genau. Hier steht nur Anzahl ein Stück, aber eigentlich sind ja zwei drin. Haben die sich hier verrechnet? Sind es doch mehr? Weiß ich jetzt nicht. Ja, und das hier sind verschwendete Kalorien für mich. Pommes, die würde ich nicht kaufen. Aber die kann man nicht wechseln. Ich habe extra gefragt, ob man dafür was anderes nehmen kann. Dann hat er nachgeguckt. Nein, kann man nicht. Okay, hier ist der Preis, 3,99. Und ja, das ist so wie der King des Monats von Burger King. Und das hier schmeckt auch richtig super, ja. Bis auf die Pommes, die sind bei Burger King besser.
Aber die Burger, das werdet ihr gleich sehen. Ja, eine Pepsi oder was auch immer nehmt, ein Double Crunch Burger. Und der kostet alleine nur 2 Euro. Das ist wirklich ein Geheimtipp, wenn ihr bei KFC seid. Kauft einfach mal 2 Double Crunch Burger. Okay, 2 Hot Wings und Pommes klein. Ja, hier seht ihr die Zeit, alles klar. Einen habe ich schon gegessen. Fangen wir mal mit den Pommes an, mit dem schlechtesten zuerst. Und der erste hat ganz gut geschmeckt, so, weiß nicht genau warum, aber die anderen schmecken so wie immer irgendwie kaum nach Kartoffel, salzig, ja, sind sie, aber die sind irgendwie trocken, ich weiß nicht, gefällt mir nicht. Hm. Diese Pepper-Dinger, weiß gar nicht, ob es die noch gibt, aber die sind ganz gut, aber das hier, nee. Hm. Kein Ketchup dabei. Habe ich vorher jetzt mal den McDonald's Ketchup hier hingelegt, aber brauche ich natürlich nicht. Obwohl es dann vielleicht besser schmeckt. Aber die hier sind nicht empfehlenswert. Da würde ich lieber einen zweiten Double Crunch Burger nehmen, anstatt eine großen Pommes als Vergleicher. Der hat ja mehr Kalorien. Oder einen Crispy oder so. Okay. Dann gibt es den Double Crunch Burger und der hat der Standard, fällt aus auseinander, Sesambrötchen, ich weiß nicht genau, warum die das hier machen, aber das ist gefährlich, da fällt es immer auseinander an der Stelle, bitte fokussieren, egal, schmeckt ganz gut, ja, am Brötchen gibt es nichts auszusetzen, dann ist Salat drauf, diesmal eine ganze Menge und ein Crispy. Unten ist nichts und etwas Mayonnaise. Ja. Sehr simpel. Und oh oh. Oh, 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 oh. Alles fällt runter, alles fällt runter. Genau hier. Mmh. Mmh. Ja, also im Ernst, das ist kein Vergleich mit McDonald's, Burger King und so weiter. Ich hatte ja dieses Grillhähnchen reviewed, aber das hier gefällt mir trotzdem besser. Ich weiß nicht genau warum, aber es schmeckt so super nach Hähnchen. Und diese Panade außenrum, die ist richtig gut, sehr lecker. Und es schmeckt ein bisschen nach Brötchen und etwas Salat. Ja. Sehr geiler Burger. Drei Stück kaufen, 6 Euro, 1500 Kalorien. Ja, schmeckt einfach super. Ja, Salat, ein bisschen Vitamine hier so zu uns nehmen. Braucht man ja. Und als letztes gibt es noch ein Crunchy, Delicious, ist hier was Neues, Flavor. Ein Hot Wing. Das ist jetzt nur ein kleiner, der erste war richtig groß, das ist ein kleiner hier nur. Ein Mini Hot Wing. Und ja, das Zeug ist schon richtig gut. Aber das hier toppt alles nochmal. Da, das ist das Spicy, die Spicy Panade. Und die gefällt mir noch ein bisschen besser. INH. Oder? Keine Ahnung, egal. Würde einen schon nicht umbringen. Guck mal, wie fettig das ist, nur vom Anfassen. Ja, genau hier. Mm. Das ist überfettig. Davon, wenn man davon zu viel ist, wird einem richtig schlecht. Aber es schmeckt lecker. Mm. Richtig lecker. Mm. Aber es ist auch wieder brutal hier mit den Knochen und so. Aber, boah. Das war ja schon. Mm. Diese Grillhähnchenhaut schmeckt auch super. Aus einer Imbissbude oder so. Aber das hier, da kommt nichts dran. Das ist wirklich
Ja, genau so ist es. Dann werde ich mal die Pommes hier noch mit dir aufessen. Schmeckt mir eigentlich nicht. Nee. Ja, also die Pommes gefallen mir nicht, aber dafür ist das Hähnchen umso besser. Ja. Ja, das ist eine gute Box für 4 Euro, würde ich sagen. Ist jetzt nicht super groß, hat aber trotzdem 1000 Kalorien und schmeckt hervorragend. Und wenn man mit den Pommes leben kann, dann würde ich sagen, ist das eine richtige super Box. Jetzt mal noch raustrinken hier, Pepsi Light. Werden wir noch killen. Schmeckt aber nicht. Ja, als Rating gibt es für die Pommes, ja weiß ich nicht, 90% oder so, die gefallen mir nicht. Würde ich nicht nehmen. Kann man leider nicht auswechseln bei dieser Box. Da hätte ich lieber irgendeinen Kurzler oder ein, wie heißt das andere Zeug, Kartoffelpüree genommen, ein kleines oder so. Die Hot Wings, die sind spitze, über 100%. Der Burger ist spitze, auch über 100%. Es schmeckt einfach super lecker. Und das ist hier Pepsi Light. Bekommt einen Daumen nach oben. Alles klar. KFC ist sehr gut. Germany. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.